Gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, diejenigen, die glauben und deren Herz im Gedanken Allahs Ruhe findet. Im Gedenken Allahs findet ja das Herz Ruhe. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Sicherlich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Wenn wir versuchen herauszufinden, warum wir so oft geplagt sind, warum wir innerlich unruhig sind oder warum wir uns traurig fühlen, dann müssen wir unser Herzen betrachten. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen sagte, sprich nicht zu viel, ohne dich auf Allah zu besinnen und ohne ihn zu erwähnen, da zu viel Gerede ohne Besinnung auf Allah das Herz verhärtet und der von Allah am weitesten entfernte Mensch ist der mit einem harten Herz. Gepriesen sei Allah. Unser Herz verhärtet sich, wenn wir Allahs nicht gedenken. Die Nahrung des Herzens ist das Gedenken Allahs. Und wenn wir seiner nicht gedenken, dann ist es kein Wunder, dass wir uns ohne ersichtlichen Grund niedergeschlagen fühlen. Nukaim sagte, im Herzen besteht eine Härte, die nur durch das Gedenken Allahs erweicht werden kann. Deshalb muss der Anbetendienende die Härte seines Herzens mit dem Gedenken Allahs behandeln. Diejenigen von uns, die empfinden, dass der Islam an sich schwer für sie geworden ist, sollen sich die Antwort anhören, die der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen einem Mann gab, der sagte, O Gesandter Allahs, die Gesetze des Islam scheinen mir zu viel für mich zu sein. Nenne mir deshalb etwas, an das ich mich halten kann. Er, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, antwortete, lass deine Zunge immer durch das Gedenken Allahs feucht bleiben. Und was ist die Folge dieses Gedenkens? Es wirkt wie eine Rostentfernung für die Herzen und bewirkt, dass Allah, der Allerhöchste, unser gedenkt. Allah informiert uns im folgenden erstaunlichen Qudsi-Hadith, ich erfülle die guten Erwartungen, die mein Anbetendienender in sich über mich hat. Und ich bin mit ihm, wenn er meiner gedenkt, wenn er in seinem Herzen meiner gedenkt, dann gedenke auch ich seiner bei mir selbst. Und wenn er meiner in einer Versammlung gedenkt, so gedenke auch ich seiner in einer Versammlung, die besser als jene ist. Was genau bedeutet Gedenken? Das Gedenken Allahs beinhaltet bestimmte Gedenkensformulierungen, wie beispielsweise, gepriesen sei Allah, es gibt nichts Verehrungswürdiges außer Allah und so weiter. Es ist jedoch auch alles, was man in Bezug auf Allah oder sein Erwähnen tut. Alles, was man tut, wobei man an Allah denkt, sei es gut, über ihn zu denken, Almosen zu geben, mit der speziellen Absicht, dies seinetwegen zu tun, Bittgebete zu verrichten und alles, was mit dem Gedenken zu tun hat. Arten des Gedenkens. Lasst uns genauer werden, was können wir tun, das zum Gedenken zählt. Die Absicht. Wie bereits im Artikel über das Erlangen von Allahs Liebe erwähnt, müssen wir uns in gute Werke stürzen. Dies bedeutet, dass wir, wenn wir Gutes tun, immer versuchen müssen, uns der Tatsache bewusst zu sein, dass wir es für Allah tun. Sprecht zu Allah. Wenn ihr die gute Tat verrichtet, bittet ihn, sie von euch anzunehmen und euch zu befähigen, mehr Gutes zu tun. Fasst mehrere Absichten, wie beispielsweise die Tat für Allah zu verrichten, die Sunna zu befolgen, anderen Muslimen und Menschen zu helfen. Je mehr ihr Allahs gedenkt, desto mehr wird er euer Gedenken. Und ihr werdet dies unvermeidbar in eurem Leben spüren. Denkt daran, wenn man Gutes tut, dann muss man Gutes mit dem Herzen tun. Einige Dinge tun wir möglicherweise ohnehin
wie beispielsweise hier und dort Almosen geben, Bittgebete verrichten und so weiter. Doch wir tun es ohne Herz, ohne jegliches Gefühl oder jegliche Gemütbewegung, dass dies für Allah ist. Wir müssen diese Dinge mit dem Wissen tun, dass in ihnen Heilung für unser Herzen steckt. Und wenn wir uns niedergeschlagen fühlen, müssen wir auf Dinge zurückgreifen, wie beispielsweise anderen zu helfen oder Allah in unserer Niederwerfung anzuflehen, sich ihm zu wenden. Wer zu mir gelaufen kommt, dem eile ich entgegen. Es ist unmöglich, dass man zu Allah zurückkehrt und er einen zurückweist. Steht euch all die Hadith über diejenigen an, die zu ihm zurückkehren. Allah freut sich mehr über die Reue seines Anbeten Dienenden als ein Mann, der in einer wasserlosen Wüste auf seinem Kamel unterwegs war, das ihm samt seinem Essen und Wasser entlief. Als er die Hoffnung aufgegeben hatte, es zu finden, setzte er sich an einem Baum zur Ruhe und legte sich in dessen Schatten nieder. Als er dort war, erschien das Kamel plötzlich vor ihm. Er ergriff dessen Zügel und sagte in seinem Zustand übermäßiger Freude: O mein Herr, du bist mein Anbeten Dienender und ich bin dein Herr. Er äußerte diese falsche Aussage als Folge dessen, dass er überglücklich war. Allah sagt in einem schönen Qudsi-Hadith: O Sohn Adams, solange du mich anrufst und mich bittest, werde ich dir deine Taten vergeben und sie nicht bedachten. O Sohn Adams, würden deine Sünden bis zu den Wolken im Himmel reichen und würdest du mich dann um Vergebung bitten, so würde ich dir vergeben. O Sohn Adams, würdest du mit Sünden im Umfang der Erde zu mir kommen und mir dann entgegentreten, ohne mir Partner beizugesellen, so würde ich dir fast genauso große Vergebung entgegenbringen. Schließlich sagt Allah: Gedenke Allah in guten Zeiten und er wird deiner in schlechten Zeiten gedenken, ihm danken. Und als euer Herr ankündigte: Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch ganz gewiss noch mehr Gunst erweisen. Danken bedeutet anerkennen und wertschätzen. Je mehr man dankt, desto mehr wird man anerkennen. Je mehr man anerkannt, wie sehr Allah einen gesegnet hat, desto mehr erkennt man seine Gegenwart im eigenen Leben an. Und dies sollte an sich eine gewisse Beruhigung des Herzens erzeugen. Indem man Allah dankt, gesteht man ein: Und so Allah will, wird man in der Lage sein, anzuerkennen, wie er seine Eigenschaften und Namen in unserem eigenen Leben manifestiert. Nehmt euch jeden Abend die Zeit, Allah für die Gnaden dieses Tages zu danken. Ihr werdet nicht nur überwältigt sein, weil ihr niemals in der Lage sein werdet, sie aufzuzählen, sondern zudem wirklich Allahs Anwesenheit in eurem Leben anerkennen. Werd tägliches Benzum, ungedenke deines Herrn häufig und preise ihm am Abend und am frühen Morgen. Wir wissen, dass der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen Allahs immerzu gedacht hat. Aus diesem Grunde haben wir Bittgebete und Gedenkformulierungen für fast alle Lebenslagen, vom Eintreten in die Toilette bis dazu, was zu sagen ist, wenn jemand einem Komplimente macht. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen hatte bestimmte Gedenkformulierungen, die er jeden Morgen und jeden Abend aussprach. Dieses können hier gefunden werden. Jedes dieser Worte und jeder dieser Sätze ist wertvoll. Sie polieren nicht nur das Herz und reinigen es nicht nur von dessen Unruhe.
Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sprach sie zum Schutz aus. Und dies an sich sollte uns bereits Seelen und Herzen Frieden verleihen. Gewissheit ist sehr wichtig. Wenn der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, uns mitteilte, dass das Aussprechen bestimmter Worte eine Wirkung hat, dann sollten wir nicht daran zweifeln. Wir sollten uns Zeit nehmen, diese Worte zu verstehen, damit sie wirklich in unsere Herzen eindringen. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Geschwister im Islam, eines Tages kam der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, an einigen seiner Gefährten vorbei und fragte sie: Was hat euch veranlasst, euch so zu setzen? Sie sagten: Wir sitzen zusammen, um Allah zu gedenken und ihn zu lobpreisen, dass er uns zum Islam geleitet hat. Er, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, fragte sie: Bei Allah, dass ihr nur deswegen zusammensetzt? Sie erwiderten: Bei Allah, nichts außer diesem Grund ließ uns zusammensetzen. Da sagte er, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen: Wahrhaftig, ich ließ euch schwören, nicht weil ich euch verdächtige, sondern weil Gabriel zu mir kam und mich informierte, dass Allah gegenüber den Engeln auf euch stolz ist. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Allah, der Segensreiche und Erhabene, hat Engel, die keine andere Aufgabe haben, außer auf den Straßen umherzugehen, um denjenigen nachzuspüren, die sich versammelten, um Allahs zu gedenken. Wenn sie nun eine Versammlung finden, in der Leute Allahs gedenken, setzen sie mit ihnen. Die Engel umschirmen sie mit ihren Flügeln, bis sie den Raum zwischen ihnen und dem unteren Himmel füllen. Wenn sie sich zerstreuen, steigen die Engel in den Himmel auf. Sie sind die Leute, deren Gesprächspartner nicht unglücklich werden. Gedenken Allahs bedeutet das, was die Zunge und das Herz an Lobpreisen Allahs des Erhabenen sprechen und ihm die Eigenschaften der Vollkommenheit und der Schönheit zuzuschreiben. Allah, der Erhabene, erklärt, dass dieses Gedenken viele Vorzüge hat. Dadurch werden die Seelen heiter und finden die Herzen Ruhe. Der Erhabene sagt: Diejenigen, die den Glauben verinnerlichen und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe findet, finden denn nicht im Gedenken Allahs die Herzen Ruhe? Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Allah, der Allmächtige und Majestätische, sagt: Ich erfülle die guten Erwartungen, die mein Anbetendienender in sich über mich hat, und ich bin mit ihm, wenn er in seinem Herzen meiner gedenkt, dann gedenke ich auch seiner bei mir selbst. Und wenn er meiner in einer Versammlung gedenkt, so gedenke auch ich seiner in einer Versammlung, die besser als jene ist. Möge Allah uns zu Menschen machen, die Allah stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir. Bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers.